Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aura Kingdom. So, wir sind wieder unterwegs in den Hügeln. Jetzt muss ich erstmal gucken, ich habe schon wieder so viel Post bekommen, so erstmal Treuepunkte. Ich habe eine Minitasche bekommen heute aus dieser Glückstruhe. So, Treuepunkte löse ich ein und die Glückstruhe bringt immerhin 5 Plätze. Das ist doch auch ganz nett. So, das wollte ich eigentlich machen. Ich habe jetzt auch gerade hier so einen Erfahrungsschein aktiviert, der beim Töten von Monstern 20% mehr Erfahrungspunkte gewährt. Hält eine Stunde übrigens an. Doof, dass ich es jetzt genutzt habe. Aber gut. Ah. So, also dann. Gucken wir mal eben rein. Ich habe nämlich schon wieder... Guckt euch das mal bitte an. Also ich muss ja wirklich mal ein ganz... Oh. Können wir auch mal entnehmen. Hier ist das ein Monster-Kodex. Je länger der Charakterlevel, EP des Tötens... Ach, okay. Das lasse ich mal noch drin. Das braucht ja noch ein bisschen, bis das weg ist. Und den würde ich... Ich glaube, der lohnt sich mehr, wenn ich den nutze, wenn ich höher bin. Aber ihr guckt euch das mal an. Das ist so krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du schickst mir hier so viele Sachen zu. Ich habe hier einen Bogen. Guckt euch das mal an. Das ist eine Level 30er Waffe einfach mal. Kann ich in 7 Level nutzen. Wie viel Schaden da ich plus habe. Das sind 5317 plus Schaden und die Werte. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist einfach nur so krass. Wirklich ein riesengroßes Dankeschön dafür. Wie sieht der denn aus? Ich möchte mit denen gerne mal... Wow. Wow. Ist ja cool. So Metallern. Das ist ja cool. Richtig cool. Was haben wir hier noch? Eine Namensänderung für Polly. Ah. Klick N. Dann gehst du auf Skill-Info. Da steht dann Name ändern. Neuer Name wählen. Und auf Ändern gehen. Die erste Namensänderung ist gratis. Dann brauchst du ein Item aus dem Shop oder aha. Eidolons Namensänderung, glaube ich, dass das so heißt. Ach, okay. Mein Name wird wie folgt ausgesprochen. Monte Alban. Okay. Ach so. Ach, dann zusammen. Montel. Oh Gott. Ich stelle mich immer noch zu dumm an. Also Monte und Alban und dann zusammengesprochen. Oder wird es einfach so ausgesprochen, du hast es einfach zusammengeschrieben, weil es keine Leerzeichen gibt. Ich stelle mich jetzt so doof an. Und kein Ding für den Rucksack. Das ist ja wohl. Also ich finde das mega krass. Wirklich vielen, vielen lieben Dank dir. Auf N. Und dann. MMMMM. Wo muss ich jetzt genau hin? Ne, ist auf Skill-Info. Da, Skill-Info. Ah. Ich kann mir ja mal... Ich werde mir mal... Diese Woche mache ich das noch nicht. Aber bis nächste Woche denke ich mir mal ein paar Namen aus. Dann mache ich eine Abstimmung unter der Freitagsfolge. Und dann könnt ihr abstimmen, wie wir dann Polly am Montag umnennen. Das ist doch mal ein Plan. Also danke dir für die Info. Was hast du uns noch? Ninos verfluchtes Blut, auch für Level 30. Boah, es bringt auch so viele. Krass. Ich nehme die jetzt mal raus, weil die ja nicht so lange drin bleiben. Ich kann die ja so lange dann einlagern. Hatte die Kostümbox beim Loot dabei und ist für mich nicht brauchbar. Ach, okay. Ach, exklusiv für Frauen. Ach so, ja, stimmt. Ach, das ist aber lieb. Vielen, vielen lieben Dank dir. Sternbischöfin, okay. Maximale Lebenspunkte plus 2%. Oh, das probieren wir gleich mal an. Und das hier ist dann entsprechend edle Gesandte. Erlittener Schaden minus 2. Ja, cool. Vielen, vielen lieben Dank dir. Das müssen wir direkt mal ausprobieren. So. Also den Bogen kann ich ja noch nicht nutzen. Das Kostüm kann ich aber schon nutzen. Wie mache ich das denn jetzt? Jetzt muss ich erstmal schauen. Ziehe ich das einfach da drauf? Wird euch ausrüsten. Aber kann ich das dann... Hat es dann das da drauf und ist dann...
Geht das dann da wieder runter oder geht das nicht mehr runter? Ich habe ein bisschen Schiss. Ich lasse das jetzt erstmal. Ich lasse das jetzt erstmal und gucke mal, was ihr mir morgen schreibt. Ob das dann generell auf den Ausrüstungsgegenstand gebunden ist oder ob das nur auf mich gebunden ist und ob ich das auf jede x-beliebige Ausrüstung nochmal neu drauf machen kann. Weil, dann wäre es ja schade, aber ich kann mir es doch bestimmt... Yay! Das sieht richtig cool aus. Guck mal, was ich hier dann für einen coolen seitlichen Zopf bekomme durch den Helm. Wow, das ist richtig cool. Hammer. Ja, krass. Wenn ich dann den Bogen hier noch habe, boah, dann sehe ich richtig gefährlich aus. Ach ja, cool. Wie gesagt, ich lasse das jetzt aber erstmal noch, weil ich Angst habe, dass ich das dann womöglich für immer binde. Das wäre ein bisschen schade. So. Von Suftblütenkäfern diese Drüsen erbeuten. Das müssen wir machen. Und die Arkanblumen brauchen wir. Ach guck, da ist schon so ein Käfer-Ding. Wo ist eigentlich Polly gerade? Polly, komm her. Arbeit. Oh, da kommt der nächste. Sind die aggressiv? Ja, ne? Der hat mich jetzt gerade einfach so angegriffen. Muss ich aber mal gucken, diese anderen Teile hier. Die Erfahrungspunkte erhöhen, die muss ich mal aufheben. Weil ich glaube nämlich, ich habe jetzt nicht gelesen, müsste ich nochmal gucken. Aber ich glaube, dass das nicht pausiert. Oh! EP-Pulver für unser Eidolon. Und zack. Und zack. So. Und jawohl. 2 von 5. Immerhin. Suftblüte. Kommt dann da Suftblütennektar? Hm. Oh nein, ich hab vergessen zu halten. Nein. So, noch eine Drüse. Da ist noch so ein Käfer. Das ist echt krass. Wir machen ja jetzt schon so viel Schaden. So, eine Drüse brauchen wir noch. Mondblumenbusch, das nehmen wir auch mit. Das gibt uns auch Erfahrungspunkte, wenn wir das einsammeln. Genau, 16 nehmen wir. Oh, einen Weltenkristall haben wir bekommen. Und Mondvanille. Oh, ich liebe Vanille. Kann ich euch meine Anekdote so aus meiner Kindheit erzählen? Ich habe immer, ich bin jemand, ich vertrage keine künstlichen Aromen. Und deswegen war Vanillepulver oder sowas, das konnte ich nie so fertig essen. Meine Mama hat es dann immer selber gemacht, hat diese Vanilleschoten ausgekratzt, wenn sie für Vanilleeis oder sowas die gebraucht hat. Und hat die dann in den Zucker gestopft. Und die kommen ja immer in so kleinen Glasbehältnissen, die so ein bisschen aussehen wie so Reagenzgläser. So längliche. Und... Ach, guck, wir müssen wieder in so eine Mini-Instanz. Ah. Dorfplatz von Mondheim. Das alte Mondheim, stimmt. So, jetzt hauen wir uns hier erstmal durch. Dann ist das gar nicht so dumm gewesen, dass ich das jetzt genutzt habe. Ist zwar auf der einen Seite dumm, weil ich es halt nicht komplett nutzen kann, aber gut. Da, Arkanblume, genau die brauchen wir. Aber natürlich gehen wir jetzt hier trotzdem komplett durch, wenn wir schon mal hier drin sind. Das machen wir definitiv. So, und ich habe dann immer diese Gläser gesammelt. Weil die haben so unheimlich lange den Duft von Vanille gehalten. Und ich bin so ein absoluter Fan von Vanille. Ich liebe das absolut. Müsste ich eigentlich auch nochmal... Eigentlich müsste ich auch mal selber Vanillezucker machen. Dann habe ich auch wieder ein Röhrchen, wo dran ich schnüffeln kann. Oh Gott. Ich bin Vanilleröhrchen abhängig. Aber kennt ihr das? Das riecht so krass. Oh, da ist der dicke Käfer. Ach Gott, der ist schon tot. Ja Mensch, das geht aber auch. Die kippen aber auch um hier, wie die fliegen. Das ist ganz, ganz krass.
Ganz krass. So. Den kleinen da machen wir jetzt fertig. Ich glaube, jetzt greifen den großen direkt mit an damit. Nee. Oh. Eine leichte Rüstung. Eine Galopprüstung. Also wollen wir uns hier mal... So, machen wir mal mehr Schaden. Gott, die hat mir aber auch Zeit, um aus den Bereichen rauszugehen. Streng dich mal ein bisschen mehr an, du Dicker. Du dicker Käfer. Zack. So. Zwei Rotblattringe. Okay. Ist auch schön hier. Ach, guck, das hier ist jetzt diese... Die habe ich noch nie drauf geachtet, wie das aussieht, diese kleine Fee. Wenn ich die nutze. Oh. Sieht doch auch schon wieder sau cool aus hier. Ich muss wirklich sagen, ich habe selten ein Spiel dieser Art entdeckt. Also selten ein Spiel dieser Art gesehen, was so detailreich, so detailverliebt einfach programmiert wurde. Es gibt ja unzählige Spiele dieser Art, aber bislang ist noch keins an Aura Kingdom rangekommen. So, die LP hätten wir damit höher. Aber das ist klar, bei dem anderen ist der Schaden ja viel höher. Ja gut, brauche ich jetzt nicht zweimal. Galopprüstung ist für mich eher uninteressant. Okay. Habe ich hier schon wieder was übersehen? Ah! Lunaya bedankt sich fürs Vorlesen. Ich gucke jetzt nicht in der Folge rein, aber ich denke, sie meinte den Brief in einem Weekly. Da kam der nämlich drin vor. So. Beziehungsweise, das war die Karte. Warte mal. Sprich mit Hacker, genau. Zu Hacker müssen wir jetzt zurück. Mir kommt immer der Name so komisch vor, weil Hacker, das sind für mich halt, ja, ne? Hacker halt, die sich irgendwo reinhacken und da schreibt man ja mit A. Guck mal da, irgendwo hier kann ich mir auch die Map angucken, wurde mir gesagt, weil es gibt wohl ein Schneegebiet, das aber wohl ganz, ganz anders sein soll als alle Gebiete, die ich bislang gesehen habe. Hier, Teleporter. Aha. Navia, nee. Skandia, Korsarenküste, die roten Hügel. Instanzkarte. Aber ich sehe hier nur die, die ich schon freigeschaltet habe, oder? Habe ich zumindest gerade den Eindruck. So, Hacker. Zack. Du gibst Hacker die Drüsen und die Arcanumblumen und bemerkst dabei einen leicht alkoholisch riechenden Duft, der von den Drüsen aufsteigt. Das sieht auch krass aus hier. Ah, es ist ja krass. Wow. Der Dodo an deiner Seite hat auch etwas von dem Geruch mitbekommen. Bibo ist noch dabei. Er kommt näher und zeigt sich sehr interessiert daran. Schnell schaffst du Blumen und Drüsen aus der Reichweite des Dodo-Bos. Im Moment ist der Geruch noch unauffällig. Wenn man aber die Drüsen mit Pollen einreibt und danach durch Feuer erhitzt, dann wird der Geruch sehr viel stärker. Gut, jetzt da wir die Drüsen haben, können wir zum nächsten Schritt übergehen. Hacker seufzt erleichtert und lächelt. Wenn wir die Drüsen der Suftblütenkäfer verarbeitet haben, entwickeln sie einen ganz besonderen Duft. Wir können diesen Duft dann für unsere Zwecke nutzen, nämlich um die Königin der magischen Blumen aus ihrem Versteck hervorzulocken. Aha! Die Königin der magischen Blumen ist sehr mächtig. Nicht einmal Potter kann sie besiegen. Wenn du sie besiegen willst, musst du wissen, wie du ihre magischen Kräfte ausschalten kannst. Im Gegensatz zu den Magieblüten hat Feenstaub einen positiven Einfluss. Wenn es dir gelingt, eine Fee zu zähmen und sie dazu zu bringen, dir zu helfen, kannst du die Macht der Königin der magischen Blumen schwächen. Okay. Allerdings ist es für normale Menschen nicht so einfach, an Feen heranzukommen. Wenn man versucht, sich an sie heranzupirschen, dann verschwinden sie spurlos. Mit deinen Fähigkeiten sollte es dir eigentlich gelingen, meinst du nicht auch? Fragt Hacker zögernd. Kein Problem. Mein Mensch ist ein Gesandter von Gaia. Sie können die Macht Gaias, die auch in allen anderen Lebewesen innewohnt, kontrollieren. Deswegen werden die Feen es gar nicht merken, wenn wir uns ihnen nähern, sagt Polly plötzlich. Obwohl Polly all diese ermunternden Dinge sagt, kannst du nur versprechen, dein Bestes zu geben. Nun gut, Eskadrin. Nimm diesen fest verschließbaren Sack und finde die Feen. Du solltest zuerst ein Ablenkungsmanöver starten, wenn eine Fee gerade nicht aufpasst. Dann greifst du sie dir und bringst sie hierher.
Okay, also müssen wir auf Feenjagd gehen. Das ist richtig krass, das Outfit. Das sieht total schön aus. Wow. Auch das Pferd, das Schatteneinhorn dazu. Richtig, richtig toll. Okay, ihr Lieben. Aber das war es dann schon wieder für die heutige Folge. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank für die tollen Geschenke. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Und damit macht's gut. Tschüss.